Hallo, Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf der Farm zur wilden Sau. Hier wird sediert, was die BGA hergibt. Nein, wir ernten immer noch Die Mais, Farm, zusammen Farm, mit dem Farm. Drack. Der Bastard hat gesoffen. Der ist, glaube ich, auch. Ist das die Farm, Farm, Farm Und mit dem Drack, die Otter. Soesthöhle? Das sollst du doch nicht verraten. Nee, Drack ist Lustdingsbums. Sorry, verwechselt. Ach ja, Deutschland spielt Handball 20 zu 20 und wir fahren Maishäcksel. Und der Dreck ist irgendwie weg. Der Draghi ist gerade am Shop, hat sich den JC, seinen JCB geschnappt, hat ihn mal kurz mit Zwillingsreifen ausgestattet, vorne und hinten. Hat jetzt vorne ein Schiebeschild und hinten eine Silagetrommel. Und damit können wir gleich im Silo mal die Silage ein bisschen zurechtschubsen, damit wir vorne mehr verteilen können. Ich fahre vorsichtig rückwärts in das Silo rein. Das heißt, ihr müsst mal ganz kurz zu zweit Häckselgut aufnehmen. Das kriegt ihr ja hin, ne? Seid ihr schon groß. Ja. Ich räume mal kurz am Otter vorbei. Otter hat kein Licht an. Hä? Bei mir hast du kein Licht an. Ich hab ein Feld. Ich hab Licht nach vorne an, aber nach hinten nicht. Jetzt habe ich Licht nach hinten an. Hallo. Siehst du, wie ich Licht an hab? Alter, wie viele Reifen hast du auf deinem Auto drauf? Zwei pro Seite. Und Achse. Ne, vier pro Seite und Achse. Ja, wollte gerade sagen. Zwei pro Achse. Also vier pro Achse habe ich drauf. Ne, ist der nicht vierachsig, den du hast? Nein, das ist zweiachsig. Ja, ne, sind die Achsen nicht voneinander unabhängig? Das wollte ich damit sagen. Achso, ja, Einzelradaufhängung. Ich glaube, die Robert. Nee, Handträger Einzelradaufhängung? Ich weiß es gar nicht. Heißt das Einzelradaufhängung, wenn jedes Rad für sich alleine ist? Ja. Bestimmt. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Basta, wie sieht's aus? Ja, ich komme gerade angerollt. 63 vom Bahndamm runter. Ist da die Stau für 63? Ist ja zum Glück kein A davor. Ach so, ja dann. Hält? Ist voll? Nein, Herr A wurde durch ein dummes Objekt blockiert. Durch ein Button. Durch ein Weed. Eigentlich Nein! Also, das kann oben bleiben. Ich muss nach vorne rein. Das kann runter. Das kann aufgeklappt werden. Wie kann ich die Seite steuern? Kann ich das überhaupt steuern? Schild Maus, heben, Schild Maus. senken. Sorry. Nee. Nee, kann ich gar nicht steuern. Okay, add-in. Ach Mann, da machen die Franzosen einen Fra Echt? Wie steht's? Was ich mich gerade frage, 22:21. ist Voll. ja V. Ja, bin da. Frag. Aha. Das habe ich mir schon gedacht. Man kann Was? quasi in diesen blöden Fahrsilos, deswegen hasse ich eigentlich die, die hinten offen sind, die Silage quasi hinten wieder rauswerfen. Das ist scheiße, in meinen Augen. Aber dann ist sie nicht weg, oder? Doch, dann liegt sie halt hinten, hinterm Silo rum und da nützt sie dir nichts. Ja, Da und dann kannst du sie kannst du nicht sie von dort reinschieben. aus wieder reinschieben. Oder aufnehmen. Das ist richtig. Du musst es halt wieder reinschieben hinten. Aber brauchen wir noch eine halbe Million für so eine Maus? Oder schaufeln, schieben, Was für eine Maus? schildern. Der Dreck hat doch ein Schild, oder? Hast du ein Schild Ja, gekauft? ich habe ein Schild gekauft. Ich bin ja am Schild, Schiebeschild. Ich habe ein Schiebeschild.
Ich glaube, diese Autofahrer hier kennen unseren Helfer. Die bleiben echt für den auf der Straße stehen, damit er wenden kann. Ja, die sind Fan von dem, glaube ich. Ja. Die ja, steigen bestimmt auch aus und machen Fotos. Krone Big X. Und Laola. Und hier fahren sie in die Seite, ist klar. Weißt du, was mir gerade so auffällt? OBS nimmt kein E-Mail-Sound auf. Wieso? Wer weiß denn das? Weil ich kann. Keine Ahnung, hier kommt eine Audiospur dazu, die ich nicht hinzugefügt habe. Allgemein, Ausgabe. Aufnehmen. 1, 2, 3, 4. Audio. 1, 2, 3. Wird schon stimmen, ne? Nein. LOL. Danke, OBS, für gar alles nicht. Alles gut, Basta? Ja. Draki? Ja? Ich brauch Tonspuren von dir. Welche? Meine und eure. ja, kannst du dann haben? Die, meine und eure gibt's nicht, es gibt nur eure. Bei mir. Dann bist du eventuell nicht zu hören. Achso, meine und eure. Achso, das meinst du mit meiner und ich brauch die von dir, die von. Ich brauch Draki, Basta und. Ich brauch dich und Basta. Ja, mich und Basta. Basta und dich gibt's aber nicht getrennt. Basta und mich gibt's nicht getrennt? Ja, dann ist egal, dann nehme ich alle drei. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Nein, die Capture Card bringt eine eigene Audiospur mit. Aha. Und die hat OBS ganz oben hinzugefügt und die habe ich entmuted. Ah, gemutet meinst du wahrscheinlich? Ne, die habe ich entmuted, aber da ist nichts drauf. Weil ich um HDMI keinen Ton habe. Ich bin auf dem Rückweg. Draki, würde es nicht Sinn machen, du schiebst aus der anderen Richtung? Ja, habe ich auch gedacht, bringt nicht viel. Okay. Hab schon 40. Ja, ich bin noch weg. Gut. Weil das Schiebeschild funktioniert nicht so, wie ich es mir gehofft hatte. Willst du dir nicht den Trecker vom Draki mit dem großen Anhänger holen? Oder sind das nur drei Unterschied? Einer. Einer, okay, nee, das ist egal. Der vom Bastard hat 55 und unser hat 56. Das ist schade. Kann ich dem Ding nicht sagen, dass er einfach kein Audio mitbringen soll? Eigenschaften. Audio nur aufnehmen. Nein, gar nicht. Also ich hoffe, das geht, was ich hier vorhabe. Oh nein, ich stecke auf den Schienen fest. Nein. Okay, freigefahren. Das macht es nachher natürlich voll Bock, das zu synchronisieren, ne? Ach, wobei, warte mal, ich hab ja mich. Das Schöne ist ja, ich kann ja gleich meine Audiospuren extrahieren. Genau, du extrahierst sie und... Dann kann ich sie dir einzeln schicken, dann sind sie ja nicht so groß, als wenn ich die ganze Datei nehmen würde. Richtig, leg sie einfach in Google Drive oder sowas. Oder ich schick dir wieder einen SharePoint-Link. Ja, schick mir wieder einen SharePoint-Link. Okay. War das bei einem von euch mal, wo hier vom Discord die Namen immer aufblinkt? Ja, das war bei mir, das habe ich ausgemacht. Ja, okay. Gott, ist ja dunkel. Also das Schieben dauert hier eine ganze Weile noch. Okay. Was seid ihr denn? Ah, da hinten. Ich bin gerade auf dem Weg zur BGA. Ich schiebe erstmal alles so weit wie möglich nach hinten durch. Also soweit es geht, ohne dass es hinten scheiße aussieht und wieder rausfällt. Das dauert nur eine ganze Weile, weil ich quasi alles... Ist es dann wieder unverdichtet, wenn du es verschoben hast? Nö, ich fahr ja dabei rüber und habe ja hinten die Walze dran. Ja, wenn es knapp... Das heißt, jetzt muss ich von vorne reinfahren. Ja, bitte von vorne reinfahren. Damit wir das ordentlich nach hinten geschoben bekommen. Also du tust es wieder ein bisschen verteilen dadurch, also dann wieder runterschrauben von den 100%, aber dadurch, dass ich ja gleichzeitig auch rüberfahre,
Ich will das erstmal nach hinten verteilt haben, ordentlich an den Mauern lang und. Aktuell Feld 10 ist auch nicht mehr so voll. Ja, Drittel noch oder so. Und ich glaube, ihr kommt zu zweit ja eigentlich recht gut zurecht, oder? Oder ohne Leerzeiten? Ja, geht ja, schon. Quasi. Wenn ich mich richtig positioniere. Also von kann dir ich aus. Halbwegs gerade reinfahren. Genau, nicht um eine Lücke, wenn es geht. Ja, hier sind so Hügel auf der anderen Seite. Ja, einfach darauf. Ja, warte mal. Gerade. Ah, du kannst den OBS Audiospuren ausblenden. Geil. Hast du jetzt Audiospuren oder hast du keine? Ich hatte Main und ich hatte mich. Okay. Das heißt, ich werde da irgendwie die anderen runterkriegen. Also brauchst du meine jetzt nicht. Doch, ich brauch deine. Ja, gut. Ich hatte Main heißt Ingame. Ah, okay. Und ich heißt mein Mikrofon. Weil bei mir lauft ihr beide ja mit der Ingame-Soundspur zusammen. Ah, nee, lauft ihr gar nicht. Stimmt, beim OBS ja nicht. Ja, eben. Stimmt, beim OBS ja nicht. Ja, ich hab bei DxTorby doch auch nicht. Doch, bei DxTorby schon. Nein, das haben wir so eingestellt, dass es getrennt ist. Bei DxTorby haben wir nur zwei Tonspuren eingestellt. Das. Ja, dann machst du halt noch. Ich habe nur zwei Tonspuren bei DxTorby. In-game und Mikro. Ist aber im Endeffekt sowieso egal, weil ich damit ja bloß X aufnehme. Da gibt es ja kein TS. Oder Discord oder whatever. Denn auch wenn ich festgestellt habe, guck mal, jetzt. Qualitativ ist DxTorby dahingehend besser, dass ich ja AVI-Dateien habe und die dann quasi einmalig komprimiere. Und bei OBS hast du ja in Anführungsstrichen das Problem, dass OBS... Ja, bei OBS hast du schon komprimierte Dateien und bei genau, OBS hast du, dadurch, dass du den Lagerif lossless hast du gar nichts komprimiert. Ach so. Also ich komprimiere nicht komprimiert nochmal rüber, oder was? Nee. Achso, ich dachte immer, dass das so ist. Was mich in der Tat stört, ist, dass die Ausgabe, dass die Vorschau von OBS so hell ist. Das irritiert ein bisschen. Ist das nur die Vorschau bei dir denn? Ja, ich habe nachher mal so eine fertige Folge aufgemacht, die war okay. Also ich werde das hier wahrscheinlich noch mehrmals offscreen denn machen. Was ich hier gerade tue. Ich bin wieder da. Ja, ich bin erst bei 35, weil der wollte nicht wenden da unten. Ach so. Hast du ihn wieder blockiert? Ja, ich bin der Meinung, ich habe ihn nicht blockiert, aber er war der Meinung, ich habe ihn blockiert. Ist er das nicht öfters? Und dann stand ich um die 5 cm zu weit weg zwischendurch. Habt ihr eigentlich den neuen Trailer zum Spider-Man-Film gesehen, zum neuen? Ja, und ich finde ihn ein bisschen arg spoilerhaft, aber... Spoilert sehr stark, ne? Ja, ist vor allem spoilert ein Avengers-Film ein bisschen arg. Gar nicht. Das spielt davor. Ja, trotzdem. Er spielt vor dem letzten Infinity War. Der spielt danach? Nee, vor. Nein, Spider-Man Homecoming spielt danach. Nee, Far Home spielt davor, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist der erste Film nach Phase 3, er spielt danach. Echt? Das ist der Film nach Phase 3, müsste danach sein. Okay, ich dachte, er spielt davor. Also noch vor den ersten Infinity War-Teil. Weil dadurch würde er schon an sich ja schon spoilern, dass Spider-Man überlebt. So, MCU Phase 3 endet mit... Avengers Endgame. Infinity War, Ant-Man, Captain Marvel, Endgame. So, Phase 4. Ist Spider-Man, Black Widow, bin voll. Okay. The Eternals, unbetitelter Film, Doctor Strange 2, unbetitelter Film, unbetitelt. Okay, dann ist es letzter. Was ich aber lustig finde, ist, dass angeblich... Gerüchteweise, ich weiß nicht, ob es stimmt, Tony Stark ja überleben soll. Ich lieg auf der Seite. Ich hab eine zu enge Kurve genommen. Komme. Nein.
Das finde ich gerade so ein bisschen seltsam. Oder hast du den Tracker gewechselt? Nee, ich habe abgekugelt. Nee, das finde ich gerade ein bisschen komisch. Weißt du, dass Tony Stark überleben soll, angeblich? Achtung, Achtung, Achtung! Ramming Speed! Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er doch den Vertrag nicht verlängert, oder? Ja, nur weil er überlebt, heißt es ja nicht, dass er... Das hat nichts gebracht, was wir gemacht haben. Nee. Jetzt? Doch. Ja. Wenn du nochmal runtergehst, danke. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass alle überleben, weil Zeitreisen. Ja. Ach je. Ich freue mich nur auf Hawk, dass Hawk wiederkommt. Ich freue mich auf Fury. Ja, der kommt ja schon im Spider-Man wieder vor. Ja, der kommt aber danach! Beziehungsweise er wird ja auch bei Captain Marvel auftreten. Als junger Nick Fury. Ja. Weil er sie erfindet. Lass uns in den Cast gucken. Captain Marvel. Captain Marvel, Nick Fury als junger als junger Nick Fury. Der Schauspieler, der ihn spielt, meint, es war für ihn schwierig, den jungen Nick Fury zu spielen, weil der nicht so, naja, so verbissen drauf ist. So hasserfüllt. Es war für ihn sehr, sehr schwer, plötzlich die Rolle anders spielen zu müssen. Dein Ernst, Baum? Dein Ernst? Ah, ne, oh, scheiße, hier ist eine Leitplanke. Ist hier eine Leitplanke? Aber hier ein Baum steht, okay. Wer jetzt als nächstes abladen kommt, ich habe im Silo links, wenn man von vorne rauf guckt, schon eine Schneise. Wo ist denn vorne? Nach vorne ist da, wo du auch ablädst, wo die Waage ist. Also Norden. Keine Ahnung, ist das Norden? Ja, auf der Karte ist es Norden. Gut, ja, den halt von Norden aus reinfährst, weil da ist eine kleine Schneise von Norden aus betrachtet auf der linken Seite. Ich schiebe jetzt noch ein bisschen das Silo hier zusammen. Hallo? Also in die Lücke könnt ihr das schon mal reinschieben, dann. Kann man das ein bisschen besser zurechtschieben. Auf was ich ja immer noch warte, ist ja ein Hulk-Film. Rückwärts reinfahren? Rückwärts reinfahren. Genau in diese Lücke, bitte. Was? Noch ein Hulk? Ein Hulk-Film? Nee, Hulk ist tot. Ein Einzelner. Also filmetechnisch. Das ist keiner angekündigt. Genau, das meine ich. Es gab einen einzigen Hulk-Film, der in diesem Avengers-Universum spielt. Das ist der gute Hulk-Film. Ne, mit Hulk Smash und so weiter. Aber danach kam er nie wieder ein Hulk-Film. Danach haben sie den Schauspieler gewechselt. Zum Glück. Ja, den letzten fand ich gut, den davor war kacke. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als völliger Noob oute. Dieser Mr. Glass ist aus dem X-Men, aus dem anderen Universum, oder? Nein, Mr. Glass ist ein Spider-Man-Universum. Okay. Nee, aber X-Men ist ja rein theoretisch das gleiche Universum. X-Men ist rein theoretisch das gleiche Universum, es gehört auch zu Marvel, es läuft auch parallel. Es gehört es gehört nicht zu Marvel, es gehört zu 20th Century Fox, aber Disney und Marvel gehören zu 20th Century Fox, doch. Nein. Doch. X-Men war schon immer Marvel Comics. Marvel Comics? Wenn man von den Universen spricht, spricht man aber so immer von den Comics. Die Filmlizenz liegt bei 20th Century. Richtig, weil die haben sich 94 die von Marvel geholt. Das steht hier bei Wikipedia. Ja, ja. Aber da Disney 20th Century Fox und Marvel gekauft hat, ist das wohl kein Problem mehr. Laut Disney. Genau. Denn ursprünglich hat Spider-Man seine beiden Kumpels Iceman und Firestar bei den X-Men kennengelernt. Und Iceman haben wir auch schon bei den X-Men kennengelernt. Ja, und dieser Mr. Glass hat doch auch irgendwie einen neuen Film gehabt jetzt. Nee. Irgendwie in letzter Zeit. Nein. Oder bald? Nein. War da nicht irgendwas? Nein. Das, was du meinst, ist der Film Glass. Der mit den Glasknochen? Das ist was anderes. Das ist ganz was anderes. Was ist das denn? Das ist...
Es gab mal Ende der 90er den Film Unbreakable. Mit Bruce Willis. Ja. So, das ist der erste von drei Teilen gewesen. Dann gab es Split als zweiten Teil 2016. Deutsche kassieren in letzter Sekunde Ausgleich. 2016 kam dann Split, das war der zweite Teil dieser Trilogie, und jetzt kommt Glass, das ist der dritte Teil dieser Trilogie. Da Ja, geht aber es er holt unter. sich doch auch irgendeinen Superhelden da. In den Teil Oder geht nicht? es darum, dass diese drei Menschen, die aus dem. Also Bruce Willis, Samuel Jackson, glaube ich sogar, ne? Ja, Samuel Jackson spielt doch den mit den. Glasknochen, genau. Genau. Und deswegen spielt er auch beim ersten Teil mit. Der andere Schauspieler, dass diese drei glauben, sie seien aufgrund ihrer Kräfte Superhelden. Darum geht es. Was sie teilweise auch sind. Was ich aber cool finde, ist der Schauspieler, der jetzt neu da reinkam in den Cast, in meinen Augen, Wirst du nicht? der spielte ja auch bei Guardians of the Galaxy mit. Ja, stimmt. Welchen Und meinst du? Da hatte ich mich halt gewundert, ob der Film jetzt zu irgendeinem Universum nee, mitgehört. ich glaube, das ist ein eigenständiges Universum. Das hat nichts mit Marvel oder DC zu tun. Also gar kein Universum. Nee, halt. Was ist das denn hier? Einfach nur eine Trilogie. Das ist einfach nur eine eigenständige Filmtrilogie, genau. Welchen meinst du denn, welchen Schauspieler? Der spielt bei den Guardians of the Galaxy mit dem Typen, der diesen komischen Iroh hatte, sein Helferlein immer. Der jetzt ihm den Pfeil übernommen hat nach dem Tod von ihm. Im letzten Guardians-Teil. Hab den Namen vergessen. Spielte auch unter anderem bei Gilmore Girls mit übrigens. In welcher Rolle? Den Dorftrottel, der plötzlich Uber gründete und solche Geschichten immer machte. Ken? Kent? Kevin? Bob? Da kam tief. Meinst du, also ich bin hier gerade in der Schauspielerliste, aber keine Ahnung, wie du meinen könntest. Bei was? Gerade ist es die Galaxie 2. Da ist doch der Typ mit dem Iro auf dem Kopf. Typ mit dem Iro auf dem Kopf. Der Was ist aber? mit dem Pfiffen den Pfeilen steuert. Ich glaube, Glaub, ich oder da ist hänge, Drack. Kannst du mich mal schubsen? er. Ja, Moment. Also Gamora ist die Frau, Oder? Star-Lord meinst du nicht? Meinst du Drax, der Zerstörer? Nein, nicht von den Hauptkader, von dem Fünferteam. Von denen, die ihn damals als Kind entführt hatten. Boah. Von der Crew. Weiß ich nicht. Ah, weißt du, was auch folgt? Weißt du, was wir auch nicht wissen? Was in der nächsten Folge passiert? Genau. Ja, Vielen Dank tschüss. fürs Okay. Zusehen und Tschüss. bis dann. Tschüss.